Firma Melcher, Joyer qualitierter Stahl, gibt es schon seit 1956, hier am Standort Matra in Osttirol seit 1983. Wir sind ein Familienunternehmen, mittlerweile in der dritten Generation geführt. Die vierte Generation sitzt in den Startlöchern, wird hoffentlich auch diesen Weg irgendwann einmal einschlagen. Wir sind ein mittelständiger Betrieb mit aktuell 60 Mitarbeitern, produzieren hauptsächlich Metallmöbel für ganz Mitteleuropa und auf Schwerpunkt Einrichtungen für Schwimmbäder, Krankenhäuser, Pflegeheime und Schulen. Aber auch in den letzten Jahren immer mehr größerer Markt geworden ist die Lohnfertigung für Industrie wie Liebherr, IDM, Magna Steyr, Voestalpine sind unsere größten Kunden. Aber auch Speziallohnfertigungen für Betriebe, die was es gewohnt sind und auf der Suche sind nach flexible Produktionsfertigungsmöglichkeiten. Die Firma Melcher & Co. ist 1962 gegründet worden von meinem Vater und noch zwei anderen Herrschaften, unter anderem auch ein gewisser Herr Melcher, der den Namen gegeben hat. 1983 sind wir dann von Kärnten nach Osttirol übersiedelt, haben damals Zeitpunkt 15 Mitarbeiter gehabt und haben mit den 15 Mitarbeitern dann in Matra angefangen. Am Anfang war die Technologie natürlich so, dass man keine Stanzzentren gehabt hat, keine Presszentren, sondern es waren alles Stanzmaschinen, normale Exzenterpressen und Abkantpressen, so wie wir auch jetzt noch teilweise im Einsatz haben. Der große technologische Schritt war 1999-2000. Da haben wir in dem Jahr ein B4 und ein S4 von der Firma Salvagnini gekauft. Das allerdings nicht von jetzt auf gleich gekommen ist, sondern war ein relativ langer Prozess, bis wir uns durchgerungen haben, den Schritt zu machen, weil wir einfach gesehen haben, man kommt mit der Technologie, mit der wir bis dahin gehabt haben oder eingesetzt haben, haben wir einfach keine Preise am Markt erzielt. Wir haben Produktionskosten gehabt, die jenseits von Gut und Böse waren. Wir waren einfach zu teuer im Verhältnis zur Konkurrenz. Man muss aber fairerweise sagen, es war von Salvagnini immer so, es ist nie gedrängt worden. Es ist immer mit offenen Karten gespielt worden, was die Technologie kann und was sie nicht kann. Mir nutzt kein Partner etwas, der mir alles verspricht und dann nichts haltet. Mir ist lieber, es wird von Anfang an gesagt, was kann man machen, was kann man nicht machen, weil dann kann man sich darauf einstellen. Und das hat es eigentlich bei Salvagnini nie gegeben, dass irgendwas versprochen worden ist, was dann nicht letztendlich gehalten worden ist. Vor 40 Jahren hat es einfach die Möglichkeit gegeben, fertigungstechnisch automatisiert zu arbeiten. Wir haben im Anfang der 2000er schon einen Sprung technologisch gemacht, indem wir uns damals schon für eine Salvagnini-Maschine entschieden haben. Er hat uns damals extrem nach vorne gebracht und auch gezeigt, dass die Automatisierung und die Modernisierung vom Maschinenpark irrsinnig wichtig ist. Letztes Jahr haben wir uns dann entschieden, eine zweite Maschine von Salvagnini ins Haus zu stellen, weil zum einen unsere Old Lady, die B4 von 2001, einfach in die Jahre gekommen ist. Sie macht immer noch guten Dienst und wir haben sie nach wie vor im Einsatz. Aber es hat einfach in den letzten Jahren das Anforderungsportfolio von unseren Kunden so zugenommen, dass die Automatisierung einfach nicht mehr da war. Wir haben, bevor wir uns entschieden haben, für welche Maschine wir ins Haus stellen, umfangreiche Studien machen lassen, welche Modifizierung der Maschine für uns notwendig ist, damit wir so viele möglich Sachen abdecken und automatisieren können. Mit den Optionen von der neuen B4 haben wir es geschafft, Arbeiten von den Abkantpressen wegzubringen und dadurch auch die Durchlaufzeiten der Produkte zu verkürzen. Es ist jetzt die Aufgabe von meinen Technikern, die Möglichkeiten, was die neue B4 schafft, auch in unsere Produkte einfließen zu lassen, gewisse Bauteile neu zu konstruieren, um eben auch da die Zykluszeit und die Fertigungszeiten zu reduzieren. Wir fertigen Losgröße 1 bis 1000. Eine ideale Losgröße gibt es eigentlich nicht und ist auch nicht für uns so relevant, weil wir durch die Parametrisierung, durch die Standalone-Maschinen einfach flexibel sein und das ist auch genau das, was uns auf dem Markt groß gemacht hat. Wir sind ein Nischenplayer, wir können mit den großen Herstellern nicht mithalten, wollen auch nicht mithalten mit den großen Herstellern, weil wir einfach diese kundenindividuelle Anfertigung auf Maß bevorzugen. Der Energieverbrauch von der neuen B4 ist natürlich nicht vergleichbar mit der alten, weil wir jetzt den unmittelbaren Vergleich haben und sage und schreibe 80% weniger Strom brauchen. Jetzt sind wir natürlich auch bemüht, sofern es die Produktion auslastet, die meisten Teile auf der neuen zu machen und damit die alte Maschine abgeschaltet werden darf. Bei der neuen Maschine taugt mir eigentlich am meisten die Programmiersoftware, weil man schon im Angebotsphase testen kann, ob das ein Bauteil ist, was wir vollautomatisiert machen können.
und dann, wenn ja, natürlich einen richtig guten Preis für den Kunden schaffen. Das war im Vorfeld nicht möglich, weil man schon sehr technisch affin sein hat müssen, um aufgrund einer Zeichen zu erkennen, ob es geht oder nicht geht. Und das ist jetzt dann mit ein paar Mausklick erledigt. Wir als metallfertigender Betrieb müssen natürlich auf Kundenwünsche eingehen. Salvini hat es einfach in den letzten 20 Jahren auch verstanden, die Probleme, was ein metallfertigender Betrieb hat, aufzugreifen und auch Lösungen zu suchen. Salvini und Melcher pflegen schon seit 22 Jahren Partnerschaft und wir sind immer gut beraten gewesen mit den Maschinen. Es hat von Serviceleistungen bis Ersatzteile, Wartungsarbeiten immer alles ohne große Komplikationen funktioniert. Es ist immer jemand erreichbar, was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, um nicht einen Stillstand zu erleiden. Wir haben heuer im Mai 40-Jahr-Jubiläum gehabt, Standardmaterial, und haben das natürlich auch mit unseren Mitarbeitern und langjährigen Wegbegleiter und natürlich auch der Familie und Freunde gefeiert und einfach nochmal Danke an alle aussprechen müssen, weil ohne deren Hilfe wir eigentlich gar nicht da waren und keinen Erfolg zu feiern hätten. Wir haben es geschafft, die letzten 40 Jahre der größte Metallmöbelhersteller in Österreich zu werden, auf das man natürlich sehr stolz sein kann und darf. Wir möchten es natürlich auch bleiben, möchten den Standort Matra hier natürlich auch festigen und auch ausbauen. Das Potenzial ist da. Und mit einem starken Partner wie Savonini werden wir das auch schaffen.